In diesem Video zu Azure Stack HCI 23H2 werden wir uns die Vorbereitung der Active Directory Domäne anschauen. Das ist wichtig, das ist ein neuer Punkt bei Azure Stack HCI 23H2 und in der offiziellen learn.microsoft.com Dokumentation, die ich hier unter dem Video auch verlinke, ist das tatsächlich beim Deployment der Schritt, der mit der 1 nummeriert ist, also der erste Schritt. Was ich jetzt mal mache, ich werde mich auf meinen Domain-Controller verbinden. Wichtig, das muss nicht der Domain-Controller sein. Ihr könnt das auch von einem Member-Server in eurer Umgebung machen. Bei mir ist die Rahmenbedingung, der Domain-Controller ist englischsprachig installiert und ich führe die Schritte direkt am Domain-Controller aus. Ihr könntet auch einen Member-Server nehmen. Wenn ihr einen Member-Server nutzt, schaut bitte, dass der Member-Server auch ein englischsprachiges Betriebssystem ist. Und dass der Windows Server 2022 ist, weil wenn ihr eine andere Sprachversion habt oder wenn ihr eine andere Betriebssystemversion habt, könnten Kleinigkeiten anders sein. Und das wollen wir vermeiden, ja, damit ihr möglichst erfolgreich seid bei eurem ersten Test-Deployment. Ich bin großer Fan der PowerShell ISE. Das heißt, ich werde hier mal aus dem Startmenü die PowerShell ISE starten. Ihr dürft auch PowerShell direkt über eine PowerShell-Konsole, wie auch immer, verwenden. Ich mache hier also mal PowerShell ISE und über ein More Run as Administrator. Das wäre wichtig, also auch wenn er die PowerShell hier über Windows PowerShell startet, dann bitte entsprechend als Administrator ausführen das Ganze. Warum nehme ich die PowerShell ISE? Sie steht am grafischen Server zur Verfügung. Das Tool ist für die Vollprofis etwas vielleicht angestaubt schon, also da gibt es durchaus komfortablere und modernere Varianten, aber für uns ist es jetzt prima, weil wir im oberen Skriptbereich uns das Skript, was wir brauchen, anpassen können und im unteren Bereich arbeiten. Ich habe das jetzt bloß ein bisschen größer gestellt, das müsst ihr bei euch natürlich dann nicht mitmachen, damit das Ganze auch im Video gut erkennbar ist, aber alles, was ich hier mache, kommt 1:1 aus der Dokumentation. Das heißt, das Video hilft euch zu verstehen, wie man die Schritte ausführt. Ihr müsst das jetzt nicht alles abtippen. Der erste Schritt ist, dass wir überhaupt erstmal ein spezielles Modul benötigen. Es gibt ein ASHCI AD Artifacts Pre-Creation Tool und das werde ich hier einmal einfügen. Das geht über ein Install Module. Entsprechend das Tool, was wir hier angegeben haben in der Dokumentation. Das ist ist aus der PS Gallery und das Force ist deswegen wichtig. Dieses Modul könnte durchaus mal aktualisiert werden seitens Microsoft und durch das Force installieren wir garantiert die aktuelle Version. Das führe ich jetzt einfach mal so aus und wir schauen mal, was passiert. Das heißt, der wird mir jetzt sagen, okay, er hat hier irgendwelche aktualisierten Informationen. Möchte ich das wirklich herunterladen und installieren? Ja, das möchte ich. Da bestätige ich einmal mit Yes an der Stelle. So, jetzt werden die Dinge im Hintergrund aktualisiert. Also da geht es jetzt erstmal um den NuGet-Provider an der Stelle. Was übrigens gleich wichtig ist, wir werden das Active Directory vorbereiten und wir werden das je Azure Stack HCI Deployment machen müssen. Das heißt, es ist nicht so, dass der Schritt einmalig notwendig ist und dann ist das erledigt, sondern je Azure Stack HCI Cluster müssen wir die Vorbereitungen vornehmen. Naja, und jetzt ist es so, dass es für die Vorbereitung der Active Directory Domäne eine Empfehlung von Microsoft gibt. Da gibt es also so ein kleines Skript, was schon vorbereitet ist. Auch das ist in der Dokumentation und ich kopiere mir das hier mal. Und jetzt müssen wir da mal reinschauen, weil
gibt es ein paar Parameter und ich lasse das bewusst in diesem langen Schlauch hier stehen, weil immer, wenn man jetzt einen Zeilenumbruch einbaut, ist wieder ein Risikopotenzial drin, dass ihr den vielleicht anders macht als ich. Also ich lasse das bewusst so als eine Zeile stehen, weil das ist das, was ihr euch kopiert. Da müsst ihr also nicht einen Zeilenumbruch einbauen oder ähnliches. Also, was machen wir? Es werden neue HCI-AD-Objekte generiert. Wir haben einen Parameter deploy, der hiermit angegeben ist. Und das ist ein neues Deployment. Das ist ein Parameter, der ist für mich neu dazugekommen. Den gab es in der Preview-Phase nicht. Das sagt also aus, das ist ein neues Deployment und es ist kein Upgrade eines existierenden Systems, was wichtig im Rahmen der Ankündigung gesagt wurde, dass im Moment nur neue Deployments möglich sind, dass Upgrades von bestehenden Systemen in den nächsten Monaten kommuniziert wird, wie das funktionieren wird. Also, da wird es auch auf jeden Fall von mir ein Video geben. So, jetzt haben wir die Azure Stack User Credentials, die benötigt werden. Da ist ein Get Credential drin, das wird dann beim Ausführen des Skriptes gleich abgefragt werden. Was dort ganz, ganz wichtig ist, es wird ein User da angelegt. Das ist ein User, der fürs Deployment verwendet wird. Es darf also kein User sein, der schon existiert. Ich werde dann gleich nochmal darauf hinweisen. Und der User braucht vor allem auch wieder ein Kennwort, was den Azure-Komplexitätsanforderungen entspricht. Werden wir gleich machen, nur dass ihr schon mal ein bisschen drauf vorbereitet seid. Dann haben wir den ASHCI OUName. Da steht OUName or Distinguished Name, including the Domain Components. Also, wenn ihr das hier, da steht ein oder Distinguished Name. Ich kenne das noch aus der Preview-Phase, da musste man das immer komplett mit angeben. Deswegen werde ich das jetzt auch so machen. Ich mache hier mal ein OU ist gleich D101 CL01, könnte sich bei mir anbieten. Dann DC für Domain Component ist gleich MHD-MOLAB. Und ein Komma DC ist gleich DE. So heißt bei mir die Domäne. Wir verifizieren es mal ganz kurz. Die Domäne heißt MHD-MOLAB und dann ein Punkt DE. So, jetzt kommt das Entscheidende. Diese OU, die ich benannt habe, mit D101 CL01. Also meine Überlegung ist, dass meine Demo-Umgebung 101, das ist dort der Cluster 01, könnte das ein passender OU-Name sein. Es könnte aber auch sein, dass er sagt, ah nee, ich will das von der Struktur her anders haben. Ich hätte erstmal eine neue Organisationseinheit gerne. Die nenne ich ASHCI Cluster. Ja, da sind meine ganzen Azure Stack HCI Cluster drin. Kann man auch machen. Da muss man das hier nur anpassen. Dann müsste hier nämlich einstehen, OU ist gleich ASHCI Cluster. Hummer, ja. Also ich denke, das ist logisch, wenn ihr sonst mal ganz kurz nochmal nachlest, wie so ein Distinguished Name aufgebaut ist. Also das sind die OUs, die sind so, wie sie ineinander geschachtelt sind. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nichts verschiebe. Also OU ist gleich, das ist die, die ihr anlegt, die hier vorne. Und das ist der Pfad, der quasi schon existiert. Also ASHCI Cluster habe ich jetzt angelegt, um euch zu zeigen, dass das auch in eine Unter-OU reinkommt. Ihr müsst jetzt übrigens nicht alle Azure Stack HCI Cluster in die OU ASHCI Cluster legen. Ja? Seid ihr vollkommen frei, wo ihr sie hinpackt. Aber es muss für jeden Cluster dieser Schritt durchgeführt werden. Und es muss irgendwie Sinn machen in eurer Domainstruktur. Für mich passt das jetzt. Das ist eine Umgebung, die für diese Videos ganz neu entsteht. Und ich möchte alle Cluster in der OU ASHCI Cluster haben und dort für jeden Cluster eine Unter-OU haben. Dann gibt es die ASHCI Physical Node List. Also, das ist die Liste der Serversysteme, die ich verwenden werde. Jetzt ist es so, dass mein ASHCI-Server noch gar nicht entsteht. Also im nächsten Video werden wir das Image runterladen und im übernächsten Video werden wir es dann deployen. Das heißt, ich weiß aber schon, wie der heißen soll. Der soll nämlich bei mir heißen D101 minus ASHCI
HCI, machen wir mal ein 11. So könnte eine Namenskonvention sein. D101 für die Namenskonvention. ASHCI 1 ist mein erster Cluster und dort der Node 1. Das heißt, vom zweiten Cluster wäre es dann ASHCI 21, ASHCI 31 und so weiter. Und wir werden natürlich auch Videos machen, wo wir zwei Knotencluster, drei Knotencluster und so weiter deployen. Also ich glaube, das ist eine gute Namenskonvention, die wir hier festgelegt haben. Der Full Qualified Domain Name meiner Domäne ist mhdemolab.de. Ja, so heißt die. Und jetzt brauchen wir noch einen ASHCI-Cluster-Name. Dieser ASHCI-Cluster-Name, der könnte bei mir sein D101 und dann ein CL01 zum Beispiel. Ja, oder jetzt schauen wir mal, wenn es nicht zu lang wird. Vielleicht ist ein ASHCI-CL01. Gucken wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zeichen hätten wir. Also das passt an der Stelle. Das ist fein. Physical Nodes haben wir. Wir haben den Cluster Name. Kleiner gleich 15 Zeichen ist dort die Empfehlung. Ist ein NetBIOS-Name, der passen muss. Und dann haben wir ein Deployment-Präfix. Und dieses Deployment-Präfix, das verwirrt sehr viele, was das jetzt genau ist. Wichtig, merkt euch die Werte, weil die braucht ihr später beim Deployment wieder. Beim Deployment, also im letzten Schritt quasi, braucht ihr das Deployment-Präfix wieder und ihr braucht den Cluster-Name wieder, den ihr vorgegeben habt und ihr braucht den Domain-Namen und die Node-Namen und so weiter. Und deswegen, das merken auf jeden Fall, am besten speichern, das werde ich dann hier gleich mal machen. Deployment-Präfix, was ist das? Es werden verschiedene Objekte angelegt und die brauchen alle Namen, damit die Microsoft jetzt nicht willkürlich festlegt oder das Deployment nicht willkürlich festlegt, gibt es das sogenannte Deployment Prefix und das Deployment Prefix, das darf maximal 8 Zeichen lang sein. Also ich könnte jetzt hier sagen, ich habe ein D101 und dann ASHCI und jetzt schauen wir mal, 01. Maximal 8 Zeichen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, das ist zu lang. Also ich könnte jetzt sagen, naja, ich mache ein ASHCI01 ja, als Präfix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre okay. Also ihr merkt schon, ihr seid da ein bisschen limitiert. Es wird verwendet für die AD-Objekte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme im nächsten Cluster als HCI 02 und dann 03 und 04, dann ist das fein. Das wäre also durchaus möglich. Ich lasse das mal so stehen. Passt für mich. Also ich muss das D101 nicht immer dran haben. Bei den Computernamen ist für mich wichtig, bei den Domänen auch, weil das taucht im Azure-Portal später auf. Hier lassen wir es dabei. Also wichtig, maximal 8 Zeichen lang ist bei mir jetzt erfüllt. Müsst ihr euch also ein bisschen was überlegen. Wird je Cluster für das Deployment benötigt, wird an die AD-Objekte, die angelegt werden, quasi vorne als Präfix rangehängt. Und deswegen für euch ganz praktisch, das nicht ganz chaotisch zu machen, gewisse Namenskonventionen zu haben. Ich speichere mir das Ganze hier mal ganz kurz, damit wir später darauf zurückgreifen können, wenn wir die Werte wieder brauchen. Ich gebe hier mal, mach mal so einen Temp-Ordner und mache jetzt hier mal ein ASHCICL01 Deployment daraus. Speichere das. Und wie gesagt, ich hatte schon erklärt, warum ich da keinen Zeilenumbruch einbaue. Einfach, es gibt hier verschiedene Methoden und da gibt es dann immer wieder mal Probleme und Verwirrung. Ich habe das hier markiert, führe das Ganze aus und jetzt kommt die Abfrage nach dem Usernamen. Jetzt folgende wichtige Informationen an der Stelle. Der Name inkludiert nicht den Domainnamen, also nicht mhdemolab/backslash, wie man das sonst machen würde, sondern das ist zum Beispiel mein ASHCI01 Admin. Ja,
Sowas würde sich anbieten. Es ist mein Azure Stack HCI 01, es ist dort der Admin. Das Kennwort muss wieder den Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen, also 12 Zeichen und komplex. So, und jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren, weil ihr gebt es hier einmal ein. Also es bietet sich unter Umständen auch an, einfach ein Notepad zu nehmen, dort das Kennwort reinzuschreiben und hier einzutippen. Denn wenn ihr euch hier vertippt habt, dann kriegt ihr irgendwann ganz am Ende mal einen Fehler. Also wir haben hier, es wird ein Kennwort festgesetzt. Er hat also nicht so eine Gegenabfrage hier nochmal. Der Username muss zwischen 1 und 64 Zeichen lang sein. Dieser User kann nicht für andere Cluster verwendet werden. Das heißt, wir haben den je Cluster. Wir werden auch in dieser Videoserie einen zweiten Cluster deployen und da werde ich da nochmal darauf hinweisen. Aber dass ihr es jetzt schon mal wisst, vielleicht seid ihr ja schneller, als ich die Videos produzieren kann, dann dran denken, für den zweiten Cluster oben die Parameter anpassen und dann ist das ein hier ein ASHCI 02 Admin zum Beispiel. Okay, ich lege den mal an, prima, und dann läuft das weiter. Wichtig, wenn ihr nochmal euch fragt, wo kamen denn die Skripte her, dann verlinke ich unter dem Video einen Link zu learn.microsoft.com an genau die richtige Stelle, da steht alles drin. Aber ihr werdet feststellen, oder oh, ist unheimlich viel Text und ihr dürft es sehr gerne alles lesen. Das sind sehr viele Erklärungen mit drin. Aber an meinen Videos erkennt ihr, welche Schritte wirklich wichtig sind, weil manchmal sind Alternativen beschrieben und manchmal sind Dinge nicht jedem genauso klar. Also ich hoffe, das habe ich entsprechend erklärt. Jetzt sagt er hier nur, dass hier Dynamic DNS-Updates und so weiter. So, die Active Directory-Vorbereitung, die ist hier jetzt soweit durch. Ihr würdet hier auch nochmal das Ergebnis sehen. Das seht ihr nämlich in der Dokumentation auch nochmal, dass das erklärt ist. Und wir schauen mal in unsere Active Directory-Domäne rein. Ich muss hier einmal kurz über den Rechtsklick einen Refresh machen. Und dann sehen wir, da gibt es jetzt den Container ASHCI-Cluster. Den haben wir angelegt. Im ASHCI-Cluster gibt es den D101CL01. Und darunter gibt es eine OU Computers. Da ist was Interessantes passiert. Da gibt es nämlich schon den Knoten und den Clusternamen. Ja, also das ist der Knoten. Wir haben gesagt, wir starten mit dem Single-Node-Cluster. Und es gibt hier entsprechend den Namen des Cluster-Objektes. Und dann gibt es hier User, ein User-Objekt, den ASHCI-Admin, den ich angelegt habe. Und dann gibt es zwei Sicherheitsgruppen, die irgendwie das Präfix ASHCI01 haben. Warum? Weil ich das spezifiziert habe und somit passt es. Was vielleicht ein bisschen suboptimal war zum Erkennen an der Stelle, nochmal zur Erklärung. Ich habe als Deployment-Präfix ASHCI01 gewählt und habe meinen Admin zufälligerweise auch ASHCI-Admin genannt. Das ist nicht notwendig. Also das in, ich markiere es mal ganz kurz in blau. Das entsteht durch das Präfix der ASHCI-Admin hier oben. Das ist etwas, der könnte zum Beispiel hier auch heißen, hätte ich nennen können, zum Beispiel 01 AS oder zum Beispiel sowas, Admin ASHCI, ASHCI 01. Ja, also das hat bei dem Username nichts mit dem Deployment-Präfix zu tun. Das war jetzt Zufall, weil die Namenskonvention mehr oder weniger dynamisch im Video entstanden ist. Prima, damit sind wir bereit für den nächsten Schritt, nämlich das Herunterladen des Azure Stack HCI-Betriebssystems, dann das Installieren des OS und dann das Registrieren der Server in Azure Arc. Das kommt aber in den nächsten Videos. Vielen Dank euch fürs Zuschauen.